Wir sind mittlerweile Stufe 13. Na, wenn das nicht mal was ist. Oh, Blick der Schatten. Sehr schön. Ich wollte hier einen Punkt vergeben, beziehungsweise drei Punkte vergeben. Wir gehen mal ein bisschen auf mentale Stärke und Weisheit. Das gehört auch zu einer großen Frau dazu. Also schön. Ich habe ja gesagt, dass ich dir vertrauen würde, wenn du die Schärpe einer der Gilden tragen würdest. Und jetzt bist du hier und hast die Schärpe dabei. Also sollte ich dir jetzt vertrauen, oder? Das solltest du in der Tat. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aber ich will dir vertrauen. So viele meiner Entscheidungen waren so schrecklich falsch. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Nun denn, wie kann ich dir behilflich sein? Vermutlich hat dir jemand über meine Fähigkeiten im Umgang mit der geheimen Macht der Nekromantie erzählt. Etwas. Na gut, wenn du erfahren genug bist, könnte ich dir was beibringen. Ich muss Sophistos und das schwarze Grimoire finden. Sophistos? Das Grimoire? Bei diesen Namen läuft mir ein Schauer über den Rücken. Das Grimoire? Nein, es existiert nicht mehr. Sophistos hat es zerstört. Na, das ist doch gut. Bist du sicher? Ja. Nein, Sophistos war mein Meister. Er hat mir das Wenige beigebracht, was ich über die Kunst der Totenbeschwörung weiß. Aber ich habe meinen Meister enttäuscht. Hektor und seine Krieger haben ihn entführt und ich konnte nichts dagegen tun. Er hat immer gesagt, dass er das verfluchte Buch zerstört hat. Aber sie haben nach Sophistos gesucht. Und sie waren sicher, dass das Grimoire noch existiert. Wohin haben sie ihn gebracht? Die Klaue. Ja, die Klaue. Die Klaue ist ein riesiges Kriegsschiff, das auf Geheiß des Doge nach Venedig gebracht wurde. Wenn du zum Kanal des inneren Bezirks gehst, wirst du die Klaue finden. Tief in ihrem Bauch wirst du meinen Meister finden, falls er noch am Leben ist. Ich selbst kann nicht dorthin gehen, aber ich werde meinen Teil beitragen. Aber das ist eine andere Geschichte. Meine Geschichte. Wenn du für die gute Sache kämpfen willst, dann geh an Bord der Klaue. Dort wirst du Sophistos finden. Und schließlich auch erfahren, ob er das schwarze Grimoire zerstört hat. Naja, dafür müssten wir erstmal in den inneren Bezirk kommen und soweit ich weiß, ist da die Tür abgeschlossen. Wir befinden uns jetzt übrigens im äußeren Bezirk von Venedig. Wo ist die Klaue? Das wissen wir doch alles mittlerweile. Geistfertigkeiten lehren. Kannst du mich die Fertigkeiten der Untoten lehren? Dieses Handwerk ist alt, gefährlich und verboten. Aber wie du willst. Naja, ich habe ja mittlerweile genug Fertigkeitspunkte, wollte ich gerade sagen. Rage der Ahnen. Nee, lass deinen Feind in Furcht erzittern, indem du die Visionen seiner Ahnen beschwörst. Oh, Onkel Herbert! Warum hast du Würmer in den Augen? Lustig. Blutzoll. Verringert die Gesundheit eines Gegners um 38 und erhöht gleichzeitig die eigene. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das will ich ganz hoch leveln. Wie hoch geht das? Bis auf Stufe 4. Naja, es kostet natürlich mittlerweile sehr viel mentale Energie, 47, aber es ist ein starker Angriffszauber geworden. Das will ich... Ey! Ey! Wie kann ich denn das verschieben, sag mal? Ich will das auf die 5 haben. Ja. Mach ich gleich. Zorn des Raben kann ich eigentlich auch mal hochleveln, wenn ich schon dabei bin. Blutnebel lasse ich erstmal, das lasse ich auch erstmal. Jetzt haben wir noch 50 Punkte, die können wir in Kampffertigkeiten investieren. Okay, unsere Fähigkeiten sind jetzt hier. Jetzt nehmen wir die. Ach, so geht das, okay. So. Alles klar, dann kann es im Grunde weitergehen. Was Neues hat uns Nox dann nicht zu erzählen. Die Fernkampffähigkeit, Blutzoll brauchen wir ganz dringend, um beim Haus des Nachtwächters weiterzukommen. Er wollte uns den Schlüssel für den inneren Bezirk geben, wenn wir ihm sein Abzeichen da wiederbringen. Das können wir allerdings nur, wenn wir dieses Vogelvieh vom Dach runterholen. Beziehungsweise hängt das ja unter der Decke. Probieren wir mal unseren Blutzoll-Zauber. Holy fuck! Okay, also wenn das nicht effektiv ist, dann weiß ich auch nicht.
So, es sollte jetzt eigentlich auch an der Zeit sein, wieder in die Katakomben zurückzukehren, weil wir jetzt die ganzen Truhen öffnen können. Na komm, parieren, parry, parry. So, von hier aus kommen wir schnell zum Nachtwächter, der auch übrigens da unten steht. Skurriler Typ. Ich bin Korporal Kronor. Viele alten, aber na, das kennen wir eigentlich alles schon. Ich suche ein bla 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 bla. Ich kann mit Waffen umgehen. Wie auch das konntest du meine noch nicht. Oh. Das Gespräch kennen wir schon aus einem der früheren Videos. Ich habe euch ja sowieso gesagt, dass ihr die früheren Videos gucken solltet, wenn ihr diese Let's Play verfolgen wollt. Ist es nur sinnvoll. Und deswegen habe ich das Gespräch jetzt einfach mal übersprungen. So, eigentlich müsste das jetzt gehen. Tatsächlich. Ha. Tadadam. Das Abzeichen der Nacht. Oh, ein schöner Rücken kann auch entzünden. Ich will aber eigentlich immer... Wow. Wo, 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 wo? Irgendwas zeigt er mir doch hier an. Irgendwas zeigt er mir hier doch an. Aber was? Das Symbol des Schattenpfads ist aufgeploppt, aber warum? In diesem Zimmer. Was ist denn in diesem Zimmer? Was ist hier? Was ist hier? Ich will's wissen. Ah, Don und Nesto. Irgendetwas ist mit dem Bücherregal. Wir können es wegschieben. Oder ist vielleicht etwas da drin enthalten? Mhm. Und inwiefern hat mir das jetzt geholfen? Da ist ja überhaupt nichts. Ihr Spastis. Ihr habt mich in die Irre geleitet. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal schlafen. Ich möchte, also nicht ich, sondern Scarlett, ich möchte nicht mehr mit diesen Banditen zu tun haben. Kann ich mich hier ausruhen? Gott, will ich mich in diese Betten überhaupt reinlegen? Oh, the cake is a fucking lie, Mensch. Frauen sind so leicht zu bescheißen. Nicht, dass ich Ahnung davon hätte, ich bescheiß Frauen nicht. Meine ganze Erziehung, also grundsätzlich ist es so, ich habe mein ganzes Leben lang mit Frauen verbracht. Ich wurde von Frauen großgezogen, ich bin von Frauen umgeben, auf der Arbeit, zu Hause. Meine ganze Erziehung zielte nur auf einen Zweck ab, mich nicht zu einem Arschloch werden zu lassen, und das ist geglückt. Wenn ich eines nicht bin, dann das. Ich habe es. Großartig! Naja, es ist aber schon ein wenig zerkratzt. Das liegt sicher nicht an mir. Wie auch immer, hier ist der Schlüssel zum Tor des inneren Bezirks. Wurde jahrelang nicht benutzt, aber ganz bestimmt wird er das Tor aufsperren können. Probier's aus. Warum haben Sie das Tor zum inneren Bezirk überhaupt geschlossen, frage ich mich. Und ohne davor die Nachtwache zu informieren? Keine Manieren, das Pack. Tja, das würde ich dir gerne sagen, aber ich kann es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal speichern. Nicht, dass da irgendwas abkackt und ich der Leidtragende bin. Hier ist doch auch irgendwas, oder? Da! Seht mal, eins von diesen Nexus-Portalen wird uns vielleicht an einen schönen Ort bringen. Geheime Kammer. Meistens sind da irgendwelche Truhen versteckt. Oder Folterinstrumente. Ganz toll.
Was haben wir denn hier? Dukaten und goldenes Besteck. Auch nicht schlecht. Mehr nicht. Naja. Nicht so schlecht. Dukaten sind immer gut. Können wir uns irgendwas Schönes verkaufen. Na 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 na. Okay, dann über diese Brücke. Des Morgens können wir eigentlich nicht in dieses Gebiet, offensichtlich jetzt auch nicht. Halt ein! Was ist dein Begehr? Über das Handelszentrum. Ich bin ein Händler. Ich bin ein Händler von einem weit entfernten Ort. So, und was verkaufst du? Dildos! Nahrung. Kräuter. Kräuter und Gewürze. So, wirklich? Hast du nicht gerade noch etwas anderes behauptet? Nein. Nun gut, wie auch immer. Dann muss ich eine Steinlilie oder Dämmerginster als Warenprobe fordern. Dämmerginster geben. Bitte sehr. Vielen Dank. Bitte tritt ein. Na, die sind aber leicht zu beeindrucken. Okay, gucken wir mal 4. Der Rabe zeigt uns einen Ort. Von wo aus? Ja, sehr interessant. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo. Gondolier! Ja, wenn das kein Bug ist. Mein Gott, der Boden löst sich auf. Venedig ist in Gefahr. Nein. Was ist das für ein Typ, der da steht? Kann der mir vielleicht irgendwas beibringen? Was ist das eigentlich? Ein Haus. Wir müssen hier rauf. Wer ist das? Hauptmann. Ah, siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Es ist eine zeitraubende Aufgabe, das Eigentum des Dogen gegen das Gesocks von der Straße zu verteidigen. Das sehe ich. Richtig beschäftigt sich der nicht Hilfe anbieten. Vielleicht brauchst du Hilfe beim Verteidigen des Eigentums des Dogen? Naja, innerhalb des Handelszentrums befindet sich natürlich alles in bester Ordnung. Naja, ja. Jenseits der Brücken sieht es aber schon ganz anders aus. Nachts streichen Banditen durch die Straßen. Für mutige Glücksritter, die sich trauen, die Quartiere der Schurken auszuheben, habe ich immer ein kleines Sümmchen parat. Okay. Hört sich interessant an. Wo sind die Banditenquartiere? Sehr schön. Hör zu. Die Banditen besitzen 2 Quartiere in diesem Teil der Stadt. Folge ihren Spuren dorthin bei Sonnenaufgang. Und dann mach sie fertig. Okay. Eine weitere Aufgabe. Banditenjagd. Das werden wir wohl gerade noch so hinkriegen. Was ist denn hier in der Mitte? Was ist hier? Warum ist das abgesperrt? Da ist eine Statue. Halt! Was willst du? Ich möchte das Amphitheater betreten. Nur wohlbekannte Händler haben Zutritt zum Amphitheater. Und wärest du wohlbekannt, dann wärest du mir wohl bekannt. Oh Gott, der war so gut. Den muss ich direkt aufschreiben. Not. Garnison der Wache. Haus. Turm. Herberge. Da gehen wir jetzt mal hin. Da gehen wir doch gleich mal hin. Was ist das für einer? Daimos. Irgendwelches Rohmaterial auf Lager, Kollege? Dann gib es mir. Du wagst es, mich Kollege zu nennen? Wie kann ich das Amphitheater betreten? Wo ist das Problem? Jeder bekannte Händler kann das Amphitheater betreten. Oder du könntest einen freundlichen Händler bitten, für dich zu sprechen. Ich würde gerne dein Gesicht betreten. Ich, für meinen Fall, würde für Leute sprechen, die aus den Bergen kommen, da eben genau dort das Kupfererz herkommt. Verraten, dass ich aus dem... dass ich aus den Bergen komme. Ich komme aus den Bergen. Tatsächlich? Ich habe es mir schon gedacht, als ich deinen Dialekt hörte. Dann lass uns mal reingehen. What? Das war ja verdammt einfach. Dieser Händler ist wohl bekannt da, wo ich herkomme. Lasst uns eintreten. Als Frau kann man sich offenbar... Es ist wie mit Diskotheken. Man kommt als Frau einfach überall rein. 100 Erfahrungspunkte kriege ich für diesen läppischen Dreck. Und was haben wir jetzt hier? Das sind jetzt Händler oder was? Oder wie oder was? Raben. Der zeigt mir immer noch nur das. Das will ich gar nicht sehen. Das will ich gar nicht sehen. Wer ist das? Handelsvorsteher. Ah, wie schön ein neues Gesicht zu sehen. Ich bin du der guckst nur auf meine Kaufmann Titten. Des Handelszentrums. Was ist dein Begehr? Handel, Botengänge oder beides? Mindestens Ruf 50. Verdammt, hab ich nicht. Handeln. Was wird hier gehandelt?